Und damit ein ganz herzliches Hallo zum Auftaktspiel der zweiten Bundesliga, beziehungsweise zu einem der beiden Auftaktspiele, der HSV gegen Fortuna Düsseldorf. Parallel läuft noch Regensburg gegen den ersten FC Nürnberg. Dem Spiel widmen wir uns dann nachher. Aber wir sind auf ein Topspiel hier gespannt. Das ist sicherlich das interessanteste oder eines der interessantesten Spiele des ersten Spieltags. Der Hamburger Sportverein als nicht Aufstiegsfavorit, aber zumindest wieder Aufstiegsaspirant geht bereits in das dritte Jahr der zweiten Bundesliga und Düsseldorf kommt gerade aus der Bundesliga. Nachdem sie 2 Jahre im Oberhaus spielen konnten, sind sie jetzt zuletzt unglücklich am letzten Spieltag abgestiegen. Wir schauen noch kurz auf die Aufstellung der Heimmannschaft und widmen uns dann der Partie. Es gibt hier keine großen Änderungen, aber zur Rolle heute von Beginn an dabei. Ja, wieder in der Innenverteidigung stehen darf, hat den Ball wieder nach vorne gebracht. Kinzombi legt quer zu Duziak, in die Mitte gelegt, aber da fehlt der Abnehmer und der Ball kann geklärt werden. Aber Fortuna Düsseldorf kommt momentan noch nicht nach vorne, der HSV mit der nächsten Angriffswelle. Jasula traut sich mal und macht das Tor. 1:0 für den Hamburger Sportverein. 14. Spielminute. Jasula mit dem 1:0 für den Hamburger Sportverein. Stark platziert unten rechts mit einem flachen Schuss mit der rechten Innenseite überwindet er Kastenmeier und bringt hier den perfekten Auftakt für den HSV. Aber wir warten nach einer knappen halben Stunde immer noch auf den ersten Abschluss von Fortuna Düsseldorf. Der HSV in der Defensive war tatsächlich momentan recht stabil. Foulspiel an Brandon Borello, der holt den Freistoß raus. Hennings bringt den rein auf den zweiten Pfosten, mehr oder weniger getreten. Kommt nicht gut an. Und das war's von der ersten Halbzeit. Der Hamburger SV führt mit 1:0 durch den frühen Treffer von Klaus Jasula und konnte sich damit den perfekten Start sichern. Wird Fortuna Düsseldorf auch brauchen. Vor allem aber auch Akzente nach vorne, die gesetzt werden müssen. Kinzombi hat das gute Auge für Sonny Kittel. Flanke in die Mitte, die von Hoffmann aber geklärt werden kann. Aber das war ein Fehler von Kinzombi. Vielleicht jetzt. Hoven Hennings kommt aber an Jung nicht vorbei. Nächster Fehler. Das müsste Düsseldorf jetzt mal ausnutzen. Hennings! Und das ist die Möglichkeit. 74. Spielminute. Endlich mal. Und nochmal eine Abschlussmöglichkeit von Morales, jetzt aber tatsächlich etwas überhastet. Wäre mehr drin gewesen. Die letzte Situation wird nicht mehr gegeben. Der Hamburger SV schlägt Fortuna Düsseldorf mit 1:0. Hennings und Co. können sich ärgern. Das war unter dem Strich aber tatsächlich kein guter Auftritt der Gäste von Düsseldorf, von Uwe Rösler. Also, der HSV gewinnt zum Auftakt in diese zweite Bundesliga mit 1:0 gegen Düsseldorf. Und damit startet das zweite Duell des ersten Spieltags der zweiten Bundesliga. Parallel dazu der Hamburger Sportverein gegen Düsseldorf, eben gerade in der Zusammenfassung gesehen. Für den SSV Jahn Regensburg gab es den ein oder anderen schmerzhaften Abgang. Da musste man improvisieren in der Defensive.
Okoraya weg und Okorodji ebenfalls den Verein verlassen. Linker Verteidiger heute weg. Esser hat auch im DFB-Pokal auf der Position gespielt. Eigentlich eher ein Offensiver. Wird man sehen, wie er sich da mit schlagen wird. Der erste FC Nürnberg nach der ja schrecklichen Saison im Vorjahr, muss man ja so sagen. Wollen sie dieses Jahr zumindest in ruhigere Fahrwasser eintreten? Die Defensive ist altbekannt. Man musste sich von Mavropanos trennen. Der spielt jetzt beim VfB Stuttgart. Singh dafür neu dabei und Köpke in der Startaufstellung. Köpke von Hertha und Singh von Bayern 2 gewechselt. Besser lösen können Makridis zu Bezuschkov. Aber starker Zweikampf von Handwerker. Macht er jetzt aber wieder den Fehler. Bezuschkov. Flanke in die Mitte. Und da ist die erste Abschlusssituation, die aber Matenia ohne Probleme parieren kann. Renetzi, aber Singh wieder. Singh, das kann man hier positiv hervorheben. Aber auch der nächste Fehler. Makridis zu Albers. Und Albers. Regensburg und der 1. FC Nürnberg zur Pause. Also ein 0:0. Wir hoffen, dass wir in den zweiten 45 Minuten vielleicht noch den einen oder anderen Treffer sehen werden. Pascal Köpke. Sapreet Singh. Die beiden Neuzugänge. Und die flache Flanke von Paliones. Bereinigt. Schleusener tritt gut auf den Ball. Schleusener, und das ist das Tor für die Gäste. 69. Spielminute. Der erste FC Nürnberg geht in Front. Und wieder so ein Fehler im Spiel nach vorne beim SSV Jahn. Schleusener haut dann eiskalt drauf. Trifft zur nicht unverdienten Führung. Regensburg im zweiten Durchgang nach vorne nahezu unsichtbar. Und daher geht das so schon durchaus in Ordnung. Und die Frage, kommt von Regensburg hier jetzt eine Schlussoffensive? Martin ja wirklich unterfordert im zweiten Durchgang. Gimba mit der Hacke, und das ist dann immerhin mal wieder ein Abschluss, den Martin ja zum Eckball klärt. Nicht wirklich gefährlich. Vielleicht jetzt Albers zu Schneider. Und Schneider an den Pfosten. Riesenmöglichkeit zum 1:1 Ausgleichstreffer in der 88. Spielminute. Das war's. Der SSV Jahn Regensburg in Person von Schneider vergibt nochmal die Riesenmöglichkeit kurz vor dem Ende, um auszugleichen. Somit bleibt es beim knappen 1:0 für die Gäste. Der erste FC Nürnberg gewinnt nicht unverdient durch den Treffer von Schleusner, den er gut gemacht hat. Und Schneider und Co. werden sich wirklich ärgern über diese Szene da eben noch kurz vor Schluss. Also, Nürnberg gewinnt zum Auftakt in Regensburg am Freitagabend mit 1:0. Hannover 96 hat in dieser Saison ein klares Ziel, und das heißt Rückkehr in Liga 1. Sie gehören auf jeden Fall mit zum erweiterten Favoritenkreis, haben sich Esser zurückgeholt, dann verstärkt punktuell Hult und Moroja, auch Franz, ein neuer Mann, ein neues Gesicht. Und vorne mit Duxch und Weidand zwei Spieler, die ja durchaus dazu in der Lage sind, so ein Spiel dann in Eigenregie zu entscheiden. Der Karlsruher Sportclub wird alles daran setzen, die Liga zu halten. Gersbeck im Tor hat sich vor Kuster durchsetzen können. Bormuth Neuzugang in der Innenverteidigung direkt am Start. Auch Goller ein neues Gesicht vorne in der Spitze. Philipp Hofmann, den hofft man jetzt auch noch halten zu können. Union Berlin scheint wohl interessiert. Dauert aber auch etwas zu lange. Jetzt ist Hannover 96 zumindest hinten wieder einigermaßen organisiert. Guter Ball, aber auf die linke Außenbahn. Philipp Heise zu Goller.
Und der erste Abschluss in dieser Partie tatsächlich nicht für Hannover 96, sondern für den KSC. Nicht wirklich gefährlich, aber immerhin eine Tormöglichkeit. Weil der KSC aber auch wirklich sehr tief steht. Kaiser Moroya und Genki Haraguchi rettet da den Ball noch, sichert ihn sich da. Kaiser einfach mal aus der Distanz. Und das ist eine gute Chance. Nachschuss meiner. Vorbei. Aber da muss man es so probieren. Gut von Gersbeck zur Seite abgewehrt. Dann der Abschluss von Lindenmeiner. Überhastet. Deutlich am Tor vorbei. Aber zumindest mal der nächste Abschluss in diesem Duell. Mit 0:0 geht es hier erstmal zwischen Hannover und Karlsruhe in die Pause. Da haben wir Holt. Und es gibt der Elfmeter. Tiede zu ungestüm. Tiede viel zu ungestüm. Und in der 63. Minute gibt es Strafstoß für die Gastgeber. Ja, das ist nicht gut gemacht von Tiede. Und die Chance für Dominik Kaiser. Und er macht's. Stark platziert. 64. Minute, das 1:0 für Hannover 96. Strafstoßtor Dominik Kaiser. Gersbeck entscheidet sich für die andere Ecke. Kaiser direkt neben den Pfosten. Guter Elfmeter. Und das ist die Führung für den Favoriten. Der KSC muss jetzt schleunigst nach vorne arbeiten. Sonst bleibt sie bei diesem knappen Resultat. Gut abgefangen von Haraguchi. Evina hat den Ball. Anspielstation in der Mitte sind rar gesät. Dominik Kaiser an den Pfosten. Dominik Kaiser fast mit dem 2:0, aber es dürfte wohl trotzdem beim Sieg für Hannover 96 bleiben. Und dabei bleibt es auch. Kaiser trifft nur den Pfosten, wird hier am Doppelpack gehindert vom Aluminium. Aber nichtsdestotrotz holt sich Hannover 96 den Sieg, schlägt den KSC mit 1:0. Nach großen Problemen im ersten Durchgang konnte man dann zumindest den Elfmeter verwandeln. Dominik Kaiser hat es gemacht und somit startet Hannover 96 als Aufstiegsfavorit in die Saison mit einem Sieg. Ein herzliches Hallo aus dem BWT-Stadion. Der SV Sandhausen bekommt es heute mit dem SV Darmstadt zu tun. Sandhausen hat sich wieder verstärkt mit einigen altbekannten Namen. Werden wir gleich über links außen sehen. Ja, Contento ist neu dabei. Natai ebenfalls von Köln bzw. Stuttgart nach Sandhausen gewechselt. Vorne hat man sich Daniel Ketteruel holen können von Greuther Fürth. Und mit dieser Mannschaft gilt es heute, den SV Darmstadt zu schlagen. Sandhausen kommt. Natai zu Ketteruel. Bekommt dann mehr oder weniger Unterstützung. Natai behindert sich da gegenseitig. Biada, der im Pokal getroffen hat. Und Biada geht an und Biada trifft zum 1:0. 17. Spielminute. Der SV Sandhausen mit dem 1:0. Darmstadt in Rückstand. Weil sie hier den Ball verlieren. Hermann, das geht zu einfach. Und Biada vorbei an Schuhen. Ich hatte es angesprochen. Im Pokal hat Biada beide Treffer erzielt. Und seine Mannschaft in die nächste Runde geschossen. Eckball von der linken Seite. Tobias Kempe, der ein Traumtor wirklich erzielt hat gegen Magdeburg, bringt den Ball auf den Fünfer. Da ist Serdar Dursun! Und der Ausgleich. Da wird Freisel bestraft, den zweiten Pfosten nicht besetzt zu haben, denn genau von da prallt der Ball rein.
Und dass Serdar Dursun kopfballstark ist, das sollte nun wirklich die Sandhäuser nicht überraschen. Steigt er hoch, Diekmeyer verschätzt sich. Und Freisel hat das Nachsehen. Der ist wirklich perfekt platziert. Da ist dann nichts zu halten, aber der zweite Pfosten, im Falle, dass er besetzt gewesen wäre, hätte man das bereinigen können. So steht es hier. 1:1. Abpfiff der ersten Halbzeit. Wir haben zwei Tore gesehen. Und ein durchaus unterhaltsames Spiel. Sandhausen ging in Führung. Die konnte dann Serdar Dursun aber nach einem Eckstoß per Kopf dann ausgleichen. Und Keita Ruel. Gut zu Contento. Da ist er, Diego Contento. Und das ist fast ein Eigentor. Schuhn kratzt ihn raus. 62. Minute. Gute Möglichkeit für Sandhausen. Aber Sandhausen kommt wieder und Darmstadt kommt da gar nicht rausgerückt. Natai schließt ab, Pfosten. Nachschuss und der Ball ist nicht im Tor. Daniel Keita Ruel hätte sich hier in seinem Bundesliga-Zweitliga-Debüt für Sandhausen mit einem Treffer mal reinbringen können. Die 90. Minute läuft. Gibt's hier jetzt für eine Mannschaft noch den Lucky Punch? Natai kommt über außen, zieht in den Strafraum ein. Und da ist nicht der Torschrei. Die Tormöglichkeit ist da. Die Szene geklärt. Und das war's. Das war nochmal die Riesenmöglichkeit. Aber Sandhausen schafft es nicht, das Übergewicht in mehr Tore als eins umzumünzen. Und so bleibt es hier beim Spiel SV Sandhausen gegen den SV Darmstadt beim 1:1. Die Würzburger Kickers sind zurück in der zweiten Bundesliga und heute soll es gegen den FC Erzgebirge Aue klappen. Beide Teams sind rausgeflogen aus dem Pokal in der ersten Runde. Die Würzburger Kickers können das sicherlich mehr ertragen als die Erzgebirger. Würzburg scheiterte mit 2:3 an Hannover. Hannover war klar überlegen und ist vollkommen verdient weitergekommen. Aue scheiterte allerdings beim Regionalligisten aus Ulm. Nun, da ist für Aue sicherlich ja deutlich Luft nach oben. Das muss viel, viel besser werden. Sontheimer über die rechte Seite. Und da ist Baumann mit dem 1:0. Aue lässt sich auskontern. 12. Spielminute. Die Führung für den Aufsteiger und Aue mal wieder in Not. Sontheimer hat viel zu viel Platz. Ja, so ein richtiger Konter war es gar nicht. Es war nur eine schnelle Umschaltsituation. Baumann dreht sich mit dem Rücken zum Tor. Das macht er richtig gut. Schließt damit links ab und erzielt das 1:0 für Würzburg. Arne Feig haben wir gerade gesehen, der linke Verteidiger von Heidenheim gekommen, hat aber eben auch nicht mehr die allzu große Rolle gespielt bei den Heidenheimern. Würzburg kommt aber wieder, macht das gut. Kopacz, und das ist das 2:0, das gibt's ja nicht. 21. Minute, 2:0 für die Kickers. Aber was macht der FC Erzgebirge Aue? Martin Mendel ist komplett bedient, kann man verstehen. Pfeiffer tritt drauf und zack, 2:0 für Würzburg. Und das ist die nächste Chance. Aber nicht der nächste Treffer. Der Ball geht knapp vorbei am Tor von Martin Mendel. Vielleicht aber der Anschlusstreffer vor der Pause. Das wäre sehr wichtig. Krüger zu Testrot und das ist der Anschlusstreffer. So schnell kann es gehen. Pascal Testrot bringt Aue zurück ins Spiel. Und das vor der Pause, wie angekündigt. Das ist das, was passieren musste. Und es passiert. Krüger mit der Vorlage und Testrot schließt ab. Giefer ist sogar mit den Fingerspitzen noch dran. Aber kann den Ball nicht mehr rauskratzen. Also, drei Tore hier schon im ersten Durchgang. So kann es gerne weitergehen. Fehler von Kopacz aber.
Riese zu Testrot. Nächster Abschluss, Giefer. Aue scheint wie von der Tarantel gestochen plötzlich aufgewacht zu sein. Und gut gehalten von Giefer. Diesmal ist er dran und diesmal kann er den Ball dann auch aus dem Tor lenken. Und das war's erstmal mit dem ersten Durchgang. Würzburg führt 2:1, hat richtig gut losgelegt, aber am Ende wurde Aue stärker und hat jetzt im zweiten Durchgang sicherlich die Möglichkeit, das Ganze auch noch komplett umzudrehen. Und Aue mit dem Doppelwechsel. Baumann zu Pfeiffer, kein Abseits, kriegt den quergelegt und das ist das 3:1, Doppelpack Kopacz. Super quergelegt und Mennel ist ohne Chance. David Kopacz macht es und trifft zum 3:1. Zu Lechner, zu Samson, zu Linsky. Vom SC Paderborn gekommen. Bundesliga-Erfahrung geschnuppert im Vorjahr. Und hier testet er Fabian Giefer. Nochmal ein Eckball. Eben wurde es brandgefährlich. Diesmal aber nicht. Giefer ist erstmal da. Zu Lechner. Vorbei. Starker Auftritt der Gastgeber. Eine kurze Phase vorm Seitenwechsel hatten sie. Da sah es nicht so gut aus. Aber jetzt stehen sie als der verdiente Sieger da. Der FC Erzgebirge Aue hat zu wenig gemacht und verliert hier vollkommen verdient zum Auftakt in diese Saison. Mit 1:3 gegen Würzburg. Und damit ein herzliches Hallo zum zweiten Spiel des Aufsteigers oder zum ersten Spiel des zweiten Aufsteigers in die zweite Bundesliga und das ist Eintracht Braunschweig. Heute zu Gast in der Voith Arena bei dem ersten FC Heidenheim, der knapp gescheitert ist am Aufstieg, jetzt in der ersten Runde knapp gescheitert ist am Weiterkommen, musste sich da ja etwas bitter geschlagen geben gegen Wien Wiesbaden und Braunschweig das überragende 5:4 gegen Hertha BSC soll Hoffnung und Mut machen und Lust und Laune auf diese neue Saison. Wir sind erstmal gespannt, wie sie sich hier heute gegen den ersten FC Heidenheim schlagen werden. Kerschbaumer hat sich aber auch schon im Toreschießen versucht in der Vorsaison und jetzt macht das fast wieder. 12. Minute, haarscharf vorbei am linken Pfosten dieser Ball. Fehlte wirklich nicht viel, Dornebusch hat Glück, dass er da nicht eingreifen muss. Pick legt raus zu Mohr. Schöner Seitenwechsel. Pick vom 1. FC Kaiserslautern gekommen und hier ist er. Florian Pick. Und er wird gelegt. Es gibt Strafstoß. Von Robin Ziegele, 19. Minute. Klare Sache. Und es gibt die rote Karte. Das ist natürlich ganz hart. Boah, also Doppelbestrafung, hat dann auch gleich einen defensiven Wechsel zufolge. Kaufmann muss raus, das ist bitter, das ist wirklich bitter. Eintracht Braunschweig füllt die Verteidigung wieder auf und die Chance für Tomala gegen Dornebusch. Und Tomala macht's. 20. Minute, 1:0 für Heidenheim. In Überzahl und in Führung. Guter Start für Heidenheim. Albtraumhafte Anfangsphase für Eintracht Braunschweig. Den Rückkehrer in die zweite Bundesliga. Aber der ist wirklich gut platziert. Da gibt es nichts zu halten für Dornebusch, der sich sogar für die falsche Ecke entscheidet. 1:0 also für Heidenheim. Hält Braunschweig hier in der Partie. Aber so kann es nicht weitergehen. Nächste Möglichkeit, wieder Dornebusch. Kein guter Abschluss. Trotzdem wieder gut reagiert. Braunschweig hier gerade von jenseits und gut, von Gut und Böse. Legt den Ball raus. Abdullahi mit der Flanke. Und da ist Nicolau mit dem Ausgleich. Unglaublich. 42. Minute.
Das 1:1 in Unterzahl. Das ist mal eine moralisch überragende Einstellung. Und Pause. 1:1 zur Halbzeit. Und Braunschweig hat sich hier zurückgekämpft. Und das, wie gesagt, in Unterzahl. Kobylanski. Und es gibt Strafstoß. Der zweite Strafstoß in dieser Partie. Diesmal für die Gäste. Das ist bitter. Aber kann man so entscheiden. Ungestüm reingegangen. Und die Möglichkeit für Suleiman Abdullahi die Partie zu drehen. Die Gäste drehen das Spiel in Unterzahl. Souverän verwandelt Abdullahi mit dem 2:1. Ist ja unglaublich. Noch 20 Minuten. Kiewski. Geipel und Kerschbaumer klären es dann in Eintracht. Tomala, super Pass auf Pick. Pick, alleine vor Dornebusch. Das muss es sein. Das ist es. 2:2. 75. Minute. Braunschweig zu offen. In Unterzahl. Und Pick bleibt eiskalt. Vorbei an Dornebusch. Der Ausgleichstreffer. Und jetzt haben sie Blut geleckt. Jetzt wollen sie das Ganze hier natürlich noch komplett drehen. Und das war's. Heidenheim und Braunschweig trennen sich 2:2. Verdient, muss man sagen. Braunschweig hat in Unterzahl das Spiel gedreht, richtig gut gekämpft. Und somit verdient sie sich hier zum Auftakt in diese Zweitligasaison. Dieses 2:2. Greuther Fürth misst sich heute mit dem VfL Osnabrück. Beide Teams setzten sich etwas holprig durch im ersten Spiel im DFB-Pokal. Osnabrück 1:0 gegen Todesfelde, ganz knapp, und Greuther Fürth erst in der Verlängerung, dafür dann aber auch mit 6:1. Was für ein Ergebnis, und das nach Verlängerung, nachdem es nach 90 Minuten 1:1 stand. Die Elf soll es richten, keine großen Überraschungen bei Greuther Fürth. Zurückgelegt, Seguin, Nielsen, und dann ist Ernst da. Scheitert an Kühn. Sebastian Ernst, der im DFB-Pokal den goldenen Treffer erzielt hatte, zum 1:1 erstmal stark hier pariert von Philipp Kühn. Es bleibt erstmal beim torlosen 0:0 zur Pause. Chancen gab es auf beiden Seiten. Greuther Fürth vielleicht etwas überlegen. Green, Nielsen, und jetzt vielleicht schnell über die rechte Seite. Gut gespielt mit Branimir Hrgota. Hat da viel Platz. Legt zurück. Da ist Nielsen, und das ist das 1:0. 58. Minute. Der VfL Osnabrück lässt sich zu leicht auskontern. Und dann ist keiner bei Nielsen im Rückraum. Stark von Hrgota. Der hat das blinde Verständnis mit Havard Nielsen. Spielen ja jetzt schon einige Jahre zusammen. Und der hält die Seite hin und schießt ein vorbei an Philipp Kühn zum Führungstreffer. Und versucht das mit Schmidt und Amenido. Schmidt quergelegt zu Haider. Mavrai aber ist da und klärt das mit all seiner Routine. Aber das ist schwach, das ist schwach. Und Kirk macht es stark. Die fast postwendende Antwort. 63. Minute. 1:1. VfL Osnabrück. Und Sebastian Kirk, der Neuzugang, der feiert vollkommen zurecht. Das hier, ein viel zu kurz geratener Pass. Super umgeschaltet. Und gut abgeschossen von Kirk. Keine Chance für Sascha Burchardt. Der VfL Osnabrück ist zurück im Spiel. Und das macht Osnabrück gut. Diese Balleroberung. Amenido. Amenido zum 2:1. Das scheint der Plan von Marco Grote. Nachfolger von Daniel Thun.
Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte, dann schnell in den gegnerischen 16er. Und zack, so dreht man das Spiel hier im Sportpark am Rohnhof. Super gemacht. Und Burchardt muss hinter sich greifen. Schon in der Vorsaison hier hat Osnabrück hier gewinnen können. Wichtige Punkte damals im Abstiegskampf und jetzt am ersten Spieltag. Möglicherweise perfekter Auftakt in die Saison. Aber die Zeit, sie wird eben auch nicht mehr. Ernst. Mavrei, der Innenverteidiger, kämpft jetzt sogar mit nach vorne. Nielsen. Da ist Berggren. Da ist Berggren. Was ist das für ein Auftakt? Emil Berggren in der 84. Minute mit dem 2:2. Fackelt da nicht lange rum. Und schießt ein. Zum 2:2. Blachers Grätsche geht ins Leere. Kühn ist machtlos. Bei Osnabrück Santos gekommen, der den Treffer im Pokal vorbereitet hat. Stark mit der Hacke. Hier leitet er an. Und Schmidt. Das ist gut. Das ist überragend. Und Henning. Und Henning! 92. Minute. Der Lucky Punch gehört den Gästen aus Osnabrück. Greuther Fürth steht mit leeren Händen da und es ist Santos, der den Ball vorlegt. Henning läuft durch und haut den Ball rein. Vorbei an Sascha Burchardt. Was für ein Finale und jetzt ist nicht mehr viel Zeit, um das auszugleichen. Fürth läuft nochmal an. Ernst über rechts. Da ist Julian Green. Und Julian Green findet in der Mitte nur Aydini. Und das ist es gewesen. Greuther Fürth verliert mit 3:2 gegen den VfL Osnabrück, die in der zweiten Minute der Nachspielzeit nochmal zugeschlagen haben. Ein unglaubliches Finish in diesem Duell, aber Osnabrück war zu jeder Zeit mindestens auf Augenhöhe und geht damit nicht unverdient als Sieger vom Platz hier am Rohnhof. Und für Greuther Fürth ist das erstmal ein Schlag ins Mittelfeld, voll auf die 12. 2:3, also der Endstand hier zwischen Greuther Fürth und dem VfL Osnabrück. Das dritte Spiel des Sonntags lautet Holstein Kiel gegen den SC Paderborn. Die Gäste wollen verhindern, dass es mit dieser Fahrstuhl-Orgie, möchte man fast sagen, weitergeht. Also Abstieg, Abstieg, fast nochmal Abstieg. Dann Aufstieg, Aufstieg, jetzt wieder Abstieg. Vielleicht jetzt einfach mal neue Saison spielen. Das ist das Ziel des SC Paderborn heute hier gegen Holstein Kiel. Fabian Reese wartet auf Mühling. Und der will nochmal querlegen, aber Zingerle macht sich ganz groß und kann klären. Wichtig. Da kommt Antwi Ajay nicht mehr ran. Und dann ist Pause. Torlos 0:0. Kein spannendes, kein spektakuläres Spiel, aber auch nicht komplette Katastrophe. Serra, da ist Jae-Sung Lee. Hat das Auge und das ist von Fabian Reese eiskalt gemacht. 64. Minute, 1:0 für Holstein Kiel. Reese läuft mit und Jae-Sung Lee hat das Auge für seinen Mitspieler. Sehr gut gemacht. Und das ist der Führungstreffer für Holstein Kiel. Gute Kontermöglichkeit. Finn Bartels. Und da ist völlig freistehend Alexander Mühling. Und der macht hier nach menschlichem Ermessen den Deckel drauf. 76. Minute. Das 2:0, super vorgelegt von Finn Bartels, der hier nochmal die Luft hatte, über links zu gehen, dann querlegt. Und Mühling fackelt nicht lange rum und haut den Ball oben links rein. Nicht zu halten für Zingerle. Den trifft der zentrale Mittelfeldmann richtig gut. Das ist auch nicht von Steffen Baumgart die Mentalität. Okorodji, Okorodji an den Pfosten und Antwi Ajay mit dem Anschlusstreffer.
Also, doch gut, da nochmal Risiko zu gehen. 83. Minute. Der SC Paderborn ist doch nochmal da. Da hat sich der Kommentator geirrt. Und Antwi Adjei hält den Fuß hin. Wachsam geblieben. 2:1. Kurz vor dem Ende. Holstein Kiel gewinnt knapp mit 2:1. Wurde am Ende doch noch etwas kribbelig nach dem Anschlusstreffer von Antwi Adjei, aber es sollte da nichts mehr passieren für Holstein Kiel. Sie gewinnen hier gegen den SC Paderborn. Durchaus positiv und verdient mit 2:1. Rehse und Mühling haben die Treffer erzielt für Kiel. Bei Paderborn traf Antwi Adjei in der 83. Minute. Aber wie gesagt, das ist vollkommen verdient, dieses 2:1 für die Gastgeber. Das Topspiel des ersten Spieltags in der zweiten Bundesliga lautet VfL Bochum gegen den FC St. Pauli. Und Bochum, eines der besten Teams der Rückrunde, insbesondere nach der Corona-Pause der zweiten Bundesliga, hat hier einen leichten bis deutlichen Favoritenstatus intus. Der FC St. Pauli, der sich im DFB-Pokal blamierte, beim SV Elversberg rausflog mit 4:2 und noch höher hätte verlieren können, vielleicht sogar müssen. Und die Bochumer haben sich punktuell verstärkt, aber einen starken Kern der Mannschaft auch noch beibehalten, die eben teilweise richtig gut zum Ende hin noch spielten. Lambopoulos jetzt fest dabei. Holtmann über die linke Seite ist ein neuer Mann und Jules auf der 10. Jean Vula, das ist da eine bekannte Kombi und die hat teilweise schon richtig gut funktioniert. Und der FC St. Pauli mit Himmelmann im Torsmarsch, also nur auf der Bank, Zierreis, Bubala und Avevon in der Dreierkette, Paccarada über links, Knoll, Daschner und über rechts. Schauen wir gleich nochmal drauf. Tashi aber vor allem auch in der Spitze, also über rechts ist es Olsson, Schere und Ditgen, zwei Neuzugänge von Wien Wiesbaden, auch in der Startelf. Das wollen sie jetzt abschalten. Erstes Spiel in der zweiten Liga als Trainer für Timo Schulz. Und auf der anderen Seite haben wir Thomas Reis beim VfL Bochum, der schon ja, im letzten Jahr einige Erfahrungen sammeln konnte. Das ist Holtmann. Viel Platz für Holtmann. Und das ist das 1:0 für den VfL Bochum in der 15. Spielminute. Der FC St. Pauli lässt sich auf des Gegners Platzes auskontern und wird dafür bestraft. Bochum geht mit 1:0 in Führung. Vorbei an Robin Himmelmann. Avevor ist zwar da, grätscht noch rein, aber kann es nicht mehr verhindern. Himmelmann fast noch dran mit den Fingerspitzen. Aber das ist das 1:0 für die Gastgeber. Auch das ist nicht gut gemacht. Zoller ist aufmerksam. Klauter Zierer ist fast den Ball. Das wäre richtig brenzlig geworden. Und Tashi zu Paccarada und Ditgen zumindest mal mit einem Abschluss, aber kein Problem für Manuel Riemann. Gegenangriff Rolls über Jules und Jean Vula. Jules. Jules scheitert an Himmelmann. Halbe Stunde gespielt. Gute Parade vom St. Paulianer Schlussmann, der hier das 2:0 verhindert. Also die Konteranfälligkeit muss St. Pauli noch abstellen. Und dann ist erstmal Pause. Bochum führt mit 1:0. Das verdiente Resultat hätte zwischendurch noch erhöhen können. Der FC St. Pauli nach vorne unter dem Strich hier bislang in der ersten Halbzeit. Einfach deutlich, deutlich zu harmlos. Aber Bochum bleibt dran. Jean Vula dreht sich da um Zierreis. Flacher Pass, aber geklärt von Avevor. Die Zeit rennt. Und Bochum kriegt gar keinen Druck mehr nach hinten, spielt stattdessen nach vorne. Fehlt nur das 2:0. Und Simon Zoller gegen Zierreis. Umkämpftes Duell da auf den Außen. Simon Zoller bleibt dran und hat den Ball. Gamboa. Lucia zurückgelegt. Tesche. Vielleicht irgendwann mal der Abschluss. Jetzt ist Olsson dazwischen. Aber Tashi da vorne sieht auch gar keinen Stich. Knoll und Mackier noch im Zusammenspiel.
Schere, vielleicht jetzt. Dreht sich nochmal, der Pass aber abgefangen. Und das ist es möglicherweise schon gewesen. Und es ist es gewesen. Bochum gewinnt mit 1:0 gegen den FC St. Pauli, verdient. Kein Spektakel an diesem Montagabend, aber es ist vollkommen in Ordnung, dass dieses Duell so ausgeht. Nicht gut gespielt vom FC St. Pauli, schwacher Auftritt, viel zu wenig nach vorne, nach hinten teilweise löchrig. Und so siegt hier der VfL Bochum zum Auftakt in ihre Saison, zum Abschluss des ersten Spieltags mit 1:0 gegen die Gäste aus Hamburg. Jo, das war's dann und wir gehen noch einmal die Ergebnisse schnell durch. HSV Düsseldorf 1:0, Regensburg Nürnberg 0:1, Hannover Karlsruhe 1:0, Sandhausen gegen Darmstadt 1:1, Würzburg gewinnt 3:1 gegen Aue, Heidenheim und Braunschweig trennen sich 2:2, Fürth gegen Osnabrück 2:3 durch einen Last-Minute-Treffer, Kiel gewinnt 2:1 gegen Paderborn und Bochum 1:0 gegen St. Pauli. Das war's, vielen Dank fürs dabei gewesen sein und adios.